الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله. Einer der schönsten Namen Allah Ta'alas ist der Name Al-Halim, der Milde, Nachsichtige, der Sanftmütige, der Duldsame. Ein Name, der häufig im Koran vorkommt, und seine Häufigkeit beruht einfach darauf, dass die Barmherzigkeit Allah Ta'alas seine Milde, seinen Zorn überwiegt, wie es im Hadith vorkommt. Darin sagt Allah Ta'ala: Wahrlich, meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. An einigen Stellen kommt dieser Name vor, ich zitiere, Allah Ta'ala sagt: Wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor ihm vor. Seht euch vor ihm vor. Und wisst, dass Allah allvergeben und nachsichtig ist. Halim. Und er sagt, freundliche Worte und Vergebung sind besser als ein Almosen, dem Beleidigungen nachfolgen. Allah ist unbedürftig und nachsichtig. An einer dritten Stelle sagt er, wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, wird er es euch vervielfachen und euch vergeben. Und Allah ist stets zu Dank bereit, Shakur und nachsichtig, Halim. Al-Halim ist also der Träger von Verzeihung, Geduld und Langmut, der seine Gnade und Huld nicht vorenthält, selbst wenn seine Geschöpfe sich vergehen. Er versorgt den Frommen sowie den Lästerlichen. Zu seiner Milde und Langmut gehört auch, dass er dem Sünder und Lästerlichen, dem Ungerechten Aufschub einräumt. Bereut er, nimmt er seine Reue an. Verbleibt er aber in seiner Misere, dann ereilt er ihn nicht mit seiner Vergeltung. Mehr noch gibt er ihm Aufschub, da er weiß, dass es kein Entkommen gibt. Er sagt an einer Stelle des Koran, wenn Allah die Menschen für ihre Ungerechtigkeit belangen wollte, würde er auf ihr, der Erde, kein Lebewesen übrig lassen. Aber er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück. Und wenn dann ihre Frist kommt, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch vorverlegen. Er ist also der Milde, der Nachsichtige und Geduldsame. Niemand kann ihn herausfordern, weder die Ignoranz, der Zorn, Unmut oder Ungehorsam kann ihn aus seiner Langmut bringen. Wäre nicht seine Milde und Barmherzigkeit, würde die Erde schon längst in sich zusammengebrochen sein. Er sagt, Allah Ta'ala sagt, Allah hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen. Und wenn sie vergehen würden, so könnte niemand nach ihm sie halten. Und dann beachte, wie der Vers abgeschlossen wird. Gewiss, er ist nachsichtig, Halim und allvergeben. Er sieht, wie seine Diener gegen ihn rebellieren, wie sie sich ihm widersetzen, aber er bleibt nachsichtig, schiebt auf, gewährt Frist und beschleunigt nicht ihre Bestrafung. Du solltest also wissen, dass Allah Ta'ala nicht mild ist wegen Hilflosigkeit, dann wäre es nämlich keine Vollkommenheit. Wer nur vergibt, wenn er hilflos ist, machtlos ist, der kann nicht von Charakter sprechen. Erst wenn Nachsicht trotz voller Macht und Möglichkeiten besteht, ist sie vollkommen. Allah Ta'ala sagt, sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, sodass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren und die eine stärkere Kraft als sie hatten? Und Allah kann sich nichts entziehen, weder in den Himmeln noch auf der Erde, denn er ist allwissend und allmächtig. Manchmal ist man kühl oder bewahrt seinen kühlen Kopf, weil man gar nicht weiß, was geschehen ist. Aber auch das ist nicht lobenswürdig. Deswegen erwähnt Allah Ta'ala diese beiden Eigenschaften zusammen, Milde und das Wissen. Allah weiß, was in euren Herzen ist. Allah ist allwissend und nachsichtig. Manchmal ist man nur mild und nachsichtig, weil man sein Gegenüber benötigt. Du benötigst dein Gegenüber und musst die Augen zudrücken. Aber auch das ist keine Vollkommenheit. Und deswegen erwähnt Allah Ta'ala seine Unabhängigkeit und Milde ebenfalls in einem Kontext. In einem Zug. Allah ist unbedürftig und nachsichtig. Milde ist eine Eigenschaft, die Allah liebt, ist eine Eigenschaft, die für Reife und einen hohen Geist zeugt.
eine Eigenschaft, die zeigt, dass man Herr über seinem Selbst ist. Wer weiß, dass sein Herr mild ist, mild und nachsichtig mit ihm ist, der sollte auch mild und nachsichtig mit jenen sein, die sich ihm widersetzen oder nicht angemessen verhalten. Wenn es dir gefällt, dass dein Herr mit dir nachsichtig ist, dann sei ebenfalls duldsam mit denen, die unter dir sind. Muslim überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Al-Ashaj sagte: Du trägst in dir zwei Eigenschaften, die Allah besonders lieb sind: Milde bzw. Duldsamkeit und Beherrschtheit. Schau dir ein Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser Eigenschaft an. Anas sagt: Ich schlief mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und er hatte einen Umhang aus Najran, ein Ort, mit rauem, einschneidendem Saum. Ein Nomade tauchte plötzlich von hinten auf, riss ihn zu sich, er packte ihn an seinem Gewand, zerrte ihn zu sich. Und dann sagt Anas: Ich konnte die Spuren davon auf dem Hals des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen, wegen des groben Zerrens. Und dann sagte er dem Nomade, er sagte zu ihm: Gib mir etwas von dem Geld Allahs. Er wandte sich zu ihm, lächelte und befahl ihm, etwas zu geben. Aber nur wenige Menschen haben diese Eigenschaft. Man muss sich diese Eigenschaft antrainieren und sie bitter schmecken, bevor sie zu deinem Charakter wird. Daher sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Nachsicht wird zum Charakter, wenn man sich eine Zeit lang zur Nachsicht zwingt. Und auch die Menschen werden dich lieben. Nachsichtige Menschen werden geliebt. Wer aber aufbrausend ist, der wird wegen seines Übels von den Menschen gemieden. Wie kann man nicht jemanden lieben wie Al-Sha'bi, der in seiner Nachsicht zu einem Mann sagte, welcher ihn beschimpfte: Wenn ich bin, wie du sagst, dann möge Allah mir vergeben. Wenn ich aber nicht bin, wie du beschreibst, dann möge er dir vergeben. Einen Ignoranten zu ertragen, ist besser als selbst in sein Kostüm zu schlüpfen. Ein Mann sagte zu Dirar ibn al-Qa'qa, er sagte: Bei Allah, wenn du ein Wort zu mir sagst, kriegst du von mir 10 zu hören. Er sagte: Wenn du 10 zu mir sagst, kriegst du nicht 1 zu hören.